Hallo, ihr lieben Mamas und Papas. Ja, aber heute richtet sich die liebe Nadel mal an euch, liebe Mamas. Ja. Da ich ja selber Mama bin, habe ich gestern einen wunderschönen oder zwei superschöne Text gefunden. Ja. Und die werde ich jetzt mal mit euch machen. Ich habe jetzt hier meine schöne Kerze angemacht von der lieben Franzi. Da danke ich dir nochmal ganz lieb dafür, Süße, die riecht super toll. Lieben, lieben Dank. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar mache ich wieder zwei Texte zusammen. Einmal den Super Mom Tag und einmal den 30 Fragen über das Mama Leben Tag. Ja, das eine sind 30 Fragen, das andere sind 10 Fragen. Und ich tagge natürlich jeweils wieder für jeden, das sage ich aber jetzt dazu. So, als erstes würde ich sagen, wir machen einfach mal den 30 Fragen über das Mama-Leben-Tick. So, hast du Haustiere? Ja, ich habe Haustiere. Wir haben Meerschweinchen, wir haben einen Hund, der gerade da hinten, weiß nicht, ob man das so sehen kann. Da hinten liegt und schläft. Habt ihr ja schon öfters gesehen, auch das letzte Mal habe ich es euch ja eingeblendet. Wir haben eine Badegamme. Ja. Sind nicht unbedingt so spezifisch jetzt Fragen zum Mama sein, einige ja, aber nicht alle. Nenne drei Lieblingsgegenstände in deinem Leben. Drei Lieblingsgegenstände. Mein Handy. Ist das ein Gegenstand? Mein Geldbeutel, wenn was drinnen ist. Ansonsten Gegenstände. Ich habe nicht unbedingt Lieblingsgegenstände, was ich eigentlich so immer habe. Also fällt mir spontan eigentlich nichts ein. Eine schöne Kerze vielleicht, keine Ahnung. In welchem Film warst du das letzte Mal im Kino? Oh mein Gott. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ihr mich länger verfolgt, ich bin kein so ein Kinogänger. Wann war ich das letzte Mal im Kino? Das ist so eine ganze Weile her. Ich glaube, das war bei High School Musical 3. Jetzt lachen wieder einige. Ja, ich habe mir High School Musical angeschaut, 1, 2 und 3. Und ich war sogar beim dritten Teil im Kino. Und ich habe auch alle drei auf DVD. Ja, auch eine jung gebliebene Mama kann sich sowas anschauen. Was steht in deinem WhatsApp-Status? In meinem WhatsApp-Status? Da steht jetzt drin. Da steht drin, glaube ich, dass ich im Moment verfügbar bin, ja, oder online, oder wie man das so nennt, auf alle Fälle, ich glaube, da steht im Moment drin verfügbar, ja. Dein Spitzname ist? Mein Spitzname ist Nadel, schon immer gewesen, seit dem Kindergarten schon. Mein Mann nannte mich auch mal Tutti Frutti Maus oder Nadi. Aber Nadel hatte ich schon immer und den habe ich von meinem Kindergartenfreund bekommen und den habe ich schon immer. Allerdings, was viele den Fehler machen, Nadel mit einem D. Nicht wie Nadel, wie Bohlensnadel. Sechstens, dein Kleidungsstil. Heute mal ganz locker flockig als Mama. Kann man sich ja nicht unbedingt so schick anziehen, weil man ja nicht immer die Zeit dazu hat. Mein Lieblingsshirt. Mein toller Schal von der lieben Nicole, glaube ich, aus dem Tauschpaket. Ich muss zugeben, ich sitze hier in Jogginghosen und in gestreiften Kuschelsocken. Ja. Unterwäsche habe ich natürlich auch. Mein Kleidungsstil ist eher so für zu Hause. Locker, flockig, bequem für die Arbeit. Natürlich auch bequem. Und wenn ich nach draußen gehe, dann schon etwas schicker, sportlicher. Ja. Deine Lieblingsmusikrichtung? Alles, ich höre alles gern, ob das jetzt Schlager, Klassik, egal was ist, je nach Stimmung und je nachdem die Charts einfach rauf und runter. Deine Lieblingsmenschen? Was ist denn das für eine Frage? Meine Lieblingsmenschen? Meine Lieblingsmenschen, natürlich meine Familie, mein Mann, meine Kinder, meine Mutter,
einige Bekannte, einige gute Bekannte. Freunde kann ich nicht sagen, da Freunde, naja, das ist immer so eine Sache. Eine beste Freundin habe ich sowieso nicht, weil ich oft genug auf die Schnauze gefallen bin, weil ich immer zu viel gebe. Ja, und leider zu wenig bekomme und immer wieder auf die falschen Menschen reinfalle. Ist mir bei YouTube leider auch schon passiert. Deswegen, ja, meine Lieblingsmenschen. Natürlich einige von meinen YouTube-Abonnenten, mit denen ich näher in Kontakt stehe. Alle meine YouTube-Abonnenten natürlich sind mir wichtig. Die liebe Miss Bezaubern, die liebe Marion Knutschfan, natürlich die Yvonne, wie gesagt, die liebe Miss Bezaubernd. Dann die liebe Daniela, dann die andere Daniela, die kleine Wühlmaus, die liebe Franzi, von der ich die tolle Kerze bekommen habe, ein Tauschpaket. Dann Nicole Aschbeier, abnehmen macht Spaß, von der habe ich den tollen Schal. Dann natürlich meine liebe Nadine Aslander, die liebe Superdine und so weiter und so fort. Sorry, wenn ich jetzt irgendjemand vergessen habe. Ich habe noch so viele Namen aufzuzählen, ich mache extra mal ein Video, wo ich alle meine Lieben grüße und auch mal wieder empfehlen. Also mir sind einige Menschen wichtig. Deine Hobbys? Tanzen, Musik, Reiten, YouTube, Shoppen. Welche Frau liebt nicht Shoppen? Aber ohne Tanzen und Musik geht bei mir gar nichts. Das muss immer sein, ich muss auch immer rausgehen, dabei überlege ich gerade, ich war schon lange nicht mehr tanzen, ich muss mal wieder gehen. Ja, und YouTube mittlerweile ist echt ein großes Hobby von mir geworden, wo ich immer noch drüber nachdenke, ja oder nein, soll ich dabei bleiben oder nicht. Deine Lieblingsfilme, oh je, da gibt's einige. Top Gun, Die Jury, Dirty Dancing, High School Musical 1 bis 3, ja, die typischen Mädchenfilme halt, Titanic, oh Gott, Stirb langsam, Gott, da gibt's so viele, wo mir gefallen, ja, da könnte ich ein eigenes Video drüber drehen. Was gibst du YouTube-Neulingen mit auf dem Weg? YouTube-Neulingen, ja, macht mir bitte den Gefallen, seid so, wie ihr seid auf YouTube, verstellt euch nicht. Auch wenn das einige in die Kommentare schreiben, ihr seid doof und ihr müsst abnehmen oder ihr müsst das und das machen. Nein, macht euer Ding so, wie ihr euren YouTube-Kanal machen wollt. Diese Idee, die ihr im Kopf habt, setzt die um, macht die in dem Video, die ihr wollt. Und das ist euer Kanal, der ist individuell auf euch zugeschnitten und euch zugelegt. Macht eure Sachen und macht das, was ihr machen wollt und auf das, was ihr Lust habt und nicht, was euch andere sagen. Ich möchte das euch echt ans Herz legen, weil ich selbst habe den Fehler gemacht und verstelle mich leider immer wieder für Menschen, die mich gerne umdrehen möchten und ich habe mir geschworen, ich werde das nicht machen. Ich mache meinen Kanal so, wie ich ihn machen will. Ich habe mir selber diesen Namen ausgedacht. Ich mache das, was dahinter steht. Ich stehe da 100% dafür gerade. Und das ist mein Kanal und deswegen macht das, was ihr wollt. Versucht niemanden zu kopieren auf YouTube oder egal wo. Das bringt euch nicht weiter, das bringt euch letztendlich nur Probleme. Seid einfach ihr selbst und macht das, wozu ihr Spaß habt. Und lasst euch nicht ärgern von irgendwelchen Idioten. Trägst du Kontaktlinsen? Nee, ich trage immer noch meine echten Augen. Nein, Witz, ich habe keine Brille, ich habe auch keine Kontaktlinsen. So, dann, was arbeitest du? Ich bin gelernte Köchin und ich arbeite in einem Restaurant. Ja, als Küchenhilfe. Küchenhilfe, Beikoch, ja, das hört sich jetzt wieder so. Bist du vergeben? Ja, ich bin verheiratet. Hast du Kinder? Zum 100.000. Mal, ja, 3 Stück. Dein absoluter Lieblingslippenstift? Lässt sich schwer sagen, ich trage ungern Lippenstifte. Ich bin lieber so der Lipgloss, Lipbalm-Freund. Diese XXXL-Schein von Essence gefällt mir eigentlich ganz gut. Da gibt es so einige Farben, ja. Aber Lieblingslippenstift habe ich nicht. Dein Gefühl bei der Nachtschicht. Was? Also, Leute, ich habe jetzt gelesen, dein Gefühl bei der Nachtschicht schwanger.
dein Gefühl bei der Nachricht Sponger, so rum. Ja, beim ersten Kind war das so, da war ich 20, wo ich mein Kind bekommen habe. Ja, ich habe mich eigentlich gefreut. Es war ungewohnt, aber ich habe mich gefreut. Gut, ich war schon mit meinem Mann lang genug zusammen, von daher war es eigentlich auch gewollt. Jo. Wie ist dein Alltags-Make-up? Das, was ich jetzt im Moment drauf habe, etwas Make-up, Kajal, etwas Wimperntusche, das reicht mir voll und ganz. Ich gehe ja im Moment nicht weg, ich bin ja gleich wieder ganz normal zu Hause, von daher reicht mir das. Und das habe ich euch jetzt vorhin gezeigt, wie ich das so schminke und so weiter. Und ich denke, ja, muss reichen. Woher kommst du? Ich komme aus der schönen Rheinland-Pfalz. Wo? Hat niemanden zu interessieren. Sorry, aber ich habe echt noch einen trockenen Hals von dieser scheiß Erkältung. Ja. Deine Lieblings-Instagram-User. Meine Lieblings-Instagram-User bin ich. Und die Leute, die ich abonniert habe. Mein Hund rahmt hier gerade meinen Tisch ab. Flora Wunder, Just Susie, Ape Grime, YTD, Julian Bam. Oh, ich liebe diesen Mann. Iblali, eigentlich allen, denen ich auf YouTube folge, folge ich eigentlich einfach Instagram und Twitter. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen, das Bundelwelt gibt es auch auf Twitter und Instagram. Ja, möchtest du noch weitere Kinder? Nee, danke. Kein Bedarf. Ich hatte vor meiner Tochter eine Fehlgeburt mit Zwillingen und ich weiß bis heute noch nicht, was es geworden wäre, ob Mädchen oder Jungs oder ob beides oder, ja. Möchte ich auch nicht wissen. Ich hatte da auch noch eine Eileiterschwangerschaft und leider ist mein Eierstock geplatzt. Von daher war ich so kurz vor dem, ne, Not-OP und so weiter. Also ich möchte keine Kinder mehr und außerdem geht das auch nicht mehr. Ja, dann eigentlich kommt noch zwischendurch 20. Wer sind deine Lieblings-YouTuber? Diese Frage möchte ich mir eigentlich bis zum Schluss aufheben. Wie kamt ihr auf die Namen eurer Kinder? Ja, gut, der erste Name, den ich haben wollte, war mein Mann nicht so mit einverstanden mit seinen Eltern. Von daher habe ich das dann als zweite gelegt. Ich wollte schon immer einen Justin haben, den habe ich jetzt auch als zweiten Sohn. Und den ersten, den habe ich und meinen Mann ausgesucht, Fabian, von daher, ja. Und beim dritten, den habe ich und meine Kinder ausgesucht. Das ist mein Mädchen, die heißt Selina, aber ich wollte schon immer eine Selina mit S und ich mit C. Was sind deine Lieblingsdrogerie- bzw. High-End-Produktfirmen? Natürlich Balea, P2, Synergen, zählt das alles? Ich denke es, ja. Schläft dein Kind beziehungsweise wie lang? Ich würde sagen, mein Sohn ist 15, der andere 13 und meine Tochter ist 11. Also wenn die noch nicht durchschlafen, dann stimmt irgendwas nicht. Was denkst du ist eine gute und eine schlechte Eigenschaft von dir? Eine gute Eigenschaft ist, dass ich gut zuhören kann, dass ich eine ehrliche Haut bin, dass ich nett bin. Achso, ich sollte ja nur eine nennen. Und eine schlechte negative Seite von mir ist, ich bin stur. Ja. Und ich bin echt sehr sarkastisch. Und ich kann, wenn man mit mir krachert, ganz, 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 ganz eklig werden. Das sei so einigen da draus mal gesagt. Wie hast du das mit der Elternzeit gemacht? Eigentlich ganz klassisch. Ich war zu Hause, mein Mann ging arbeiten. Wo kaufst du für dein Kind ein? Internet, Kick, Primark, Teddy, Togo, ja und so weiter und so fort. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Nenne deinen Lieblingsurlaubsort.
mein Lieblingsurlaubsort, wo ich bisher schon im Urlaub auch war, wäre die Ostsee. Ja, Graal-Müritz waren wir da, aber da gibt es ja noch andere. Was gibst du frisch gebackenen Mamas mit auf den Weg? Nehmt euch viel Zeit für euch. Schaut, dass ihr euch viel Freizeit freischaufeln könnt. Gebt gerne mal das Kind ab an die Oma, an den Papa, egal was. Ihr müsst keine schlechten Gedanken haben, dass ihr eine schlechte Mutter seid. Nehmt euch die Zeit, weil ihr braucht sie echt. Ihr braucht echt starke Nerven, egal ob die Kinder brav sind oder nicht. Ja, also nehmt euch Zeit für euch, ist ganz, ganz wichtig. Und die letzte Frage, die ich mir aufgehoben habe, wer sind deine Lieblings-YouTuber? Ja, da gibt es so einige. Meine Lieblings-YouTuber sind, wenn wir mal bei den Großen anfangen, die Jungs von Apegrime, natürlich die Flying Pandas, dazu zählt Julian Bam und Cheng Lo. Dann mag ich eigentlich ganz gerne Iblali. Dann, ich finde Waititi gut. Ich finde die Dagi Bee gut, die Beauty, Bibi's Beauty Palace. Naja, ja, ich finde Sami Slimani eigentlich ganz gut. Und wenn wir zu den kleineren YouTubern kommen, dann natürlich alle, die ich abonniert habe und mit denen ich ständig in Kontakt bin. Da gibt's Miss Bezaubern, die kleine Wühlmaus, Sweet Chocolate, Superdine, die liebe Musi S, die liebe Moldavid, dann die Nadine. Ja, irgendwie heißen auf YouTube alle Nadine. Ja. Dann Dianas Mama Welt, Abnehmen macht Spaß, Mami Michi, Our Wee Adventure, Lilis Leben, Nigella Beauty, Hannas Beauty World, die liebe Pustekuchen, die liebe Annie Lynn, das kleine Blümchen und. Wie gesagt, ich mache demnächst mal ein spezielles Video darüber, wo ich alle grüße, alle benenne und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt, da wir ja den einen Tag schon gemacht haben, für diesen Tag tagge ich dich, liebe Daniela, weil ich finde, du bist eine ganz, ganz tolle Mutter. Dein Bela ist so ein süßes, hübsches Kind und ich grüße dich. Auf alle Fälle, den Tag musst du unbedingt machen, der ist toll, der passt zu dir. Dann dich, liebe Yvonne, meine liebe Miss Bezaubernd, du bist eine ganz, ganz tolle Sonne. Lass dich nicht ärgern von irgendwelchen Idioten, die hier auf YouTube rumspielen. Du musst dich immer an meinen Spruch halten, wenn es keine blöden Menschen auf dieser Welt gäbe, hätten wir normale nichts zu lachen. Und ja, das ist so mein Spruch, den ich dir mitgeben kann. Dann grüße ich und tagge ich meine kleine Wühlmaus. Ich finde den Tag total klasse, der passt auch zu dir. Sie ist auch eine ganz tolle YouTuberin, wie immer unten alles verlinkt. Und dann meine liebe Karin von die liebe Sweet Chocolate. Maus, ich weiß nicht, du hast in letzter Zeit noch nicht mehr so viele Videos gemacht, finde ich ganz schade. Ich hoffe, du meldest dich bald wieder und ich hoffe, ich höre bald wieder was von dir. Ja. So, ihr Lieben, jetzt kommt noch der Super-Mom-Take dazu. Wir sind jetzt schon bei 18 Minuten, aber das interessiert mich nicht. Und zwar sind das 10 Fragen. Wie viele Kinder hast du? In welchem Alter? Ich habe 3 Kinder. 15, 13 und 11. 2 Jungs, ein Mädel. Magst du jeden Tag den Abwasch, Wäsche, guckst du täglich? Nee, sehe ich gar nicht ein. Hausfrauen sind doch eh die total faulen Weiber, oder? Stehen doch die ganze Zeit nur rum, sind nur am Quatschen, saufen nur Kaffee und sind nur am Telefonieren. Ja, das ist so das Klischee, das viele von diesen Hausfrauen haben. Ja, ich mache täglich meinen Abwasch, ich koche täglich frisch, was ihr ja schon auf meinem Channel gesehen habt. Von daher, ich gehe sogar arbeiten, ja, noch nebenbei. Ich habe mein YouTube-Hobby, ich habe meinen Hund, ich habe meine anderen Hobbys und ja, bin sogar noch selbstständig, von daher... Wann gehst du duschen? Was hat das mit Muttersein zu tun? Ich gehe jeden Tag duschen, jeden zweiten Tag, je nachdem. Und meistens immer abends oder morgens. Trägst du jeden Tag Make-up? Nein, ich trage nicht jeden Tag Make-up, je nachdem, wie ich mich fühle und ob es mir gut geht oder nicht. Weil man hat auch mal so Tage, da geht es einem und dann hat man auch keine Lust, Make-up aufzulegen. Oder einfach mal keine Zeit. Und zum Arbeiten brauche ich auch kein Make-up. Stylst du jeden Tag deine Haare? Ja, manchmal, nicht immer. Ich muss es meistens machen, weil sie dann schon scheiße aussehen. Obwohl sie jetzt im Moment auch nicht gerade besonders aussehen. Aber normalerweise, kämmen reicht, ein bisschen so Gel rein, reicht. Läuft.
Wann gehst du einkaufen? Was kaufst du ein? Tja, da gebe ich euch einen Tipp. Schaut doch einfach meine Foodhauls und wisst ihr, was ich einkaufe. Nee, normalerweise gehe ich immer so am 1. vom Monat einkaufen. Da mache ich dann meistens meinen Monatseinkauf. Der reicht dann meistens auch vielleicht für 2 Monate. Und dann hat man aber schon, ja, für 5 Personen 200-300 Euro weg. Wir gehen dann in verschiedene Geschäfte. Im Moment handhabe ich es aber auch so, dass ich jede Woche einkaufe, dass ich mir meine Liste mache, schaue, was ich einkaufe, was ich brauche, was ich koche, lege mir das vorher zurecht und dann gehe ich dann einkaufen oder ich gehe einkaufen, je nachdem, wann es Angebote gibt. Was ich einkaufe, wie gesagt, das hängt immer davon ab, was ich kochen möchte. Tja, wann machst du den Haushalt? Das ist jetzt auch wieder eine geile Frage. Wann mache ich den Haushalt? Eigentlich den ganzen Tag. Ich steige morgens auf, wäsche mich, kämme meine Haare, ziehe mich an. In dieser Zeit räume ich dann mein Geschirr zusammen, stopfe es in die Spülmaschine, mache die Spülmaschine an. Das, was nicht in die Spülmaschine kommt, wasche ich ab. Dann fange ich mit den ganzen anderen Sachen an. Staubwischen, saugen, rauswaschen, Bitten machen und so weiter und so fort. Ja, dann renne ich zwischendurch noch auf die Arbeit. Und wenn ich heimkomme, mache ich das gleiche wieder von vorne. Dann kochen und Hausaufgaben machen und so weiter. Gehst du arbeiten? Wenn ja, wann? Wenn nein, wann willst du wieder arbeiten gehen? Ja, ich gehe arbeiten. Ich gehe 3-mal in der Woche arbeiten. Manchmal auch 4-5-mal. Das kommt immer drauf an. Meistens von 10:30 mittags bis abends 10:30, 10:30, je nachdem, wie man in der Küche fertig ist. Weil wir auch ja die Küche sauber machen müssen noch hinterher, wenn wir gekocht haben. Wir müssen noch alles aufräumen und so weiter. Also es kann schon spät werden. Ist auch meistens auch manchmal nur, wo ich morgens nur 4 Stunden gehe. Von daher, ja, läuft. Behütest du dein Kind zu viel? Welche typische Mama-Eigenschaft hast du? Also ich bin jetzt keine Übermutter, wo den ganzen Tag, oh, komm her, meine Kleine, es darf dir nichts passieren und da geht's nicht hin, darfst dich nicht dreckig machen und so weiter und so fort. Also ich, wie gesagt, ich bin keine Übermama. War ich auch noch nie, möchte ich auch nicht sein, weil ich finde, Kinder sollten selbstständig werden. Meine Kinder bekommen auch Aufgaben. Wir haben draußen am Stromschrank, wie sich das anhört, ja, am Metallschrank haben wir so eine Liste stehen. Da stehen die Namen von den Kindern drauf und das wechselt jede Woche. Jeder hat seine Aufgaben, ob das jetzt mal Straße kehren ist oder eine Spülmaschine ausräumen oder. Ich denke, ab einem gewissen Alter können das die Kinder machen. Ich habe das auch so gemacht und ich finde einfach, die Kinder sollen das lernen, dass man für sein Geld auch mal arbeiten gehen muss, weil mir kommt das Geld auch nicht zugeflogen für die Sachen für die Kids. Von daher finde ich das ganz wichtig, dass man den Kindern das mitgibt und dass man die Kinder auch selbstständig werden lässt und nicht jeden Scheiß hinterherräumt und immer alles sauber macht. Obwohl ich mich manchmal auch oft dabei ertappe, dass ich das auch mache. Ja, auf alle Fälle typische Mama-Eigenschaften. Ich habe immer gesagt, so als Kind, so werde ich nie, so werde ich meine Kinder nie behandeln, wie ich selber behandelt werde. Immer, du musst das machen und. Aber ich ertappe mich oft, sehr oft dabei, dass ich selbst so bin. Und ich denke, meine Kinder werden das, auch wenn sie jetzt schon sagen, sie möchten mal so das nicht machen, dass sie das später auch machen werden. Ich denke, das macht jeder mit, aber eine typische Mama-Eigenschaft. Ja, wenn man jemand an meine Kinder geht, dann werde ich zur reißenden Löwin. Und die letzte Frage, wie oft hast du Zeit für dich selbst? Wie entspannst du dich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich nicht so oft Zeit für mich. Ich versuche mir eigentlich relativ diese Zeit, wenn meine Kinder in der Schule sind, diese Zeit freizuschaufeln und mich einfach dann mal hinzusetzen, eine gute Sendung oder so zu schauen oder einfach mal ein YouTube-Video zu drehen oder einfach mal ein Buch zu lesen. Ich gehe mittlerweile relativ früh ins Bett, was natürlich auch nicht so fördernd generell für die Beziehung ist, aber von daher, ja, ich bin einfach durch die Arbeit und so weiter eigentlich sehr oft müde und dann gehe ich auch einfach mal eine Stunde oder eine halbe Stunde in die Badewanne, mache mein Verwöhnprogramm oder ich gehe auch mal weg. Ja, auch als alte Mutti, wie mich ja so viele bezeichnen, kann man auch mal weggehen. Ich gehe auch mal tanzen und ich denke, so, oder einfach mal eine Freundin einladen oder zu einer Freundin gehen, einer Bekannten gehen, da ich ja keine Freunde habe. Einfach mal einen Kaffee trinken gehen oder irgendwas oder mich mit jemandem
mal über Skype unterhalten oder so. Das sind einfach so Sachen, die ich mir freischaufle und ich auch wichtig finde, weil sonst geht ja echt zugrunde. Ja. Und gerade mit mehreren Kindern. So, und ich tagge natürlich für diesen Tag. Wir sind bei 25 Minuten. Mein Gott, ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen. Einmal, die liebe Nicole, abnehmen macht Spaß. Sie ist eine ganz tolle Mutter und ihre Tochter ist so dermaßen zugehört. Das ist so eine bildhübsche. Muss einfach mitmachen. Dann die liebe Our We Adventure. Das ist eine ganz liebe, die wohnt in Irland. Die habe ich kennengelernt über YouTube. Die hat auch ein ganz goldiges Kind. Müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Dann die liebe Mami Michi. Das ist auch eine ganz tolle. Die hat erst vor kurzem angefangen mit YouTube, aber macht super tolle Videos. Schaut unbedingt vorbei. Und dann habe ich jetzt erst kennengelernt über YouTube die liebe Diana. Nennt sich Dianas Mama Welt. Schaut einfach mal rein. Das ist auch eine ganz tolle YouTuberin. Hat ein super tolles Rezept über Möhrensuppe drauf. Muss ich unbedingt nachmachen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr macht den Tag mit. Und jeder, der den Tag auch machen möchte, kann ihn gerne machen. Ich freue mich natürlich immer über jeden, der ihn machen möchte. Ja, und das war's eigentlich. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis dann, ihr Lieben. Ciao!